Ihr wollt wissen, wo ich da jetzt hin will? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käfer. So, ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe schon mal ein bisschen Bahnstrecken gebaut. Von da über den Kreisverkehr hier lang. Wie man sieht, ist hier ein Bahnhof. So, und macht da vorne einen lustigen Hammer-Kopf-Loop, wie auch immer. Und geht dann dort in den Bahnhof rein. Ich habe hier ein paar Flüssigkeitsspeicher hingesetzt, damit die immer voll sind. Und habe auch schon mal 4 Ölpumpen hier unten hingesetzt. Ich dachte, hier wäre nur so eine, wie heißt das, so eine Quellenressource, wie da vorne irgendwo ist hier auch Wasser. Also ein bisschen in die Richtung, kann man wahrscheinlich von hier aus nicht sehen. Irgendwo da ist so ein Wasserteil, wo man so einen Quellenextraktor draufsetzt, diese Druckteile. Naja, auf jeden Fall, die sind auch schon soweit angeschlossen. Wir müssen noch Rohre dranlegen. Und das andere, was wir hier noch zu tun haben, das reicht halt nicht. Wir haben nicht genug Öl. Wir müssen hier noch ein bisschen mehr reinkriegen. Ja, wir hätten jetzt genug für die drei. Das sind 900, die wir hier rausholen können. Weil dummerweise zwei davon, ich glaube diese und die da hinten, da kriegen wir maximal 150 raus. Gucken wir uns das Ganze noch mal an. Wir kriegen ja jetzt schön runter. Müssen es ja eh anschließen. So, und hier rein damit. Ah, hier 150 pro Minute Maximum. Und hier 300 pro Minute. Genauso wie da 300 pro Minute. So, hauen wir schon mal rein. Und hier hinten haben wir noch den 150. So. Das heißt, er und der Kollege, die werden zusammengeschlossen. Die gehen zusammen dann da oben rein. Das würde ich jetzt eigentlich gerne direkt machen. Gucken wir mal, wie gut wir das da runterkriegen. Wir müssen dann noch. Also mein Plan war ursprünglich ja hier hinzugehen und das zu holen. Aber ich hole mir jetzt dieses. Da sind nämlich auch nochmal 300. Dann habe ich das gleiche erreicht, als wenn ich hier mit dem Zug bis dahin fahre. Spart ein bisschen Ressourcen, zumindest was. Ja, ein paar Sachen angeht. Ich habe keine Ahnung, wie was mit dem mit den Rohren hinkriegen, weil gerade das Plastik ist ein Problem. Ein ziemlich fieses. Da müssen wir gucken, dass wir das irgendwie auf die Kette kriegen. Aber zur Not können wir ja erstmal ein bisschen Plastik hier produzieren, einlagern und dann geht's weiter. So. Jetzt gucke ich mal, ob ich diese Leitung natürlich nicht bis unten kriege, weil Rohr ist knapp zu lang. Okay. Das ist gut. Das heißt, wir müssen hier drunter Fundamente sitzen. So, runter damit. Damit wir schön mittig setzen können. Das geht natürlich jetzt alles komplett durch einfach. Mal erstmal so. Und da unten immer noch die Reste dann ab. So, jetzt ist mein Problem. Bei dem weiß ich, also den lasse ich bewusst offen. Da weiß ich es noch. Andererseits könnte ich auch zumachen. Wenn ich nämlich hier zumache, da muss ich ja eine Wanddurchführung hinmachen. Die geht halt nur auf Wänden, nicht auf Wänden. Egal. Halb so wild. Dann ziehen wir uns mal
hinzulegen. Irgendwie drunter? Nein. Okay, wir fangen da vorne an. Wir hätten das gerne. Möglichst weit hier runter. Und zwar auch möglichst gerade. Ups. So. Kriegen wir dich so echt jetzt. Dich kriegen wir so da drin. Das reicht natürlich nicht, um das da hoch zu pumpen, und da kommt ja jetzt auch noch nicht, brauche ich eigentlich 600 da. Ich schieb doch gerade nochmal 300 hoch. Natürlich auch das Ganze auf 300er Leitung setzen, dann passt das eigentlich besser. So, das sollte passen. Jetzt kommen hier. Erstmal hier unten ran. Ist so gerade eben. Okay. Dahin. Sollten jetzt den Spaß da hochkriegen. Bei dem Kollegen hier in der Mitte fehlt erstmal so ein Eumel. Und dann kommst du mit hier hinten lang. Euch mal ab da unten. So, ja, 300 Verleitungen würden eigentlich auch reichen, aber ja, jetzt gucken wir mal, ob das reicht, um hier oben was reinzukriegen. Was kommt hier an? Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Der ballert hier auch schön 2400 rein. Jetzt ist alles noch ein bisschen langsam. Stromverteiler ändern wir und packen uns nochmal eine Pumpe. Wer macht es Sinn, hier jetzt eine kleine Pumpe zu nehmen, weil so hoch ist es hin. Da habe ich gar nicht genug Zeug vorbei. Okay. Das heißt, da eine Pumpe. Da eine Pumpe. Da eine Pumpe. Dahin. Dahin. Und da. Die läuft uns durch. Hier ein bisschen. Ja, also die
Zweite Pumpe hat es gebracht. Sehr gut. Ähnlich. Und hier vorne auch gut. Also er kommt genug hoch. Das ist doch schon mal ganz schön. Jetzt müssen wir uns um den hier kümmern. Der ist ja noch komplett unangebracht. Für mich die Frage, wie komme ich am besten darüber? Eigentlich das Einfachste ist, ich mache wieder meinen üblichen Spaß. Was sagt denn eigentlich mein Material, was ich dabei habe? Na, das könnte ein bisschen knapp werden, aber das könnte dann. Schauen wir mal. Wir nehmen uns von hier aus Strom mit hier runter. Gehen damit erstmal hier rüber. Jetzt fehlen mir Eisenstangen. Okay. Es fehlen Eisenstangen. Das heißt, wir gehen nochmal rüber. Ich habe vorne noch nicht, also allgemein, bis auf den einen, habe ich noch keine Böller gemacht. Hi. Das war jetzt erstmal, ich setze den Spaß hin und gucke, dass ich eine Strecke habe. Dafür habe ich schon mal Signale gesetzt, damit das auch funktionieren kann. Wir hoffen, dass es dann auch gut. Eisenstangen waren relativ weit hinten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Habe ich richtig im Kopf? Dann kann ich aber auch direkt hier ein bisschen mitnehmen, noch ein bisschen mehr. Und irgendwo, wo ich könnte mir definitiv mehr Blech mitnehmen. Weil im Zweifel gehe ich mit einer 300er Leitung los, anstatt mit einer 600er, dann spare ich definitiv hier genug. Ja, ja, ja. Das heißt, irgendwo habe ich hier einen leeren Container. Da schmeiße ich jetzt mal Plastik rein. Ich mache das mit einer 300er Leitung. Dann ist die auch wenigstens voll. Über die Distanz, die ich da gehen will, ist das deutlich sinnvoller. Davon haben wir genug. Ich wollte noch Kabel holen. Und 1, 2, 3. Da waren wir. So. Geht's weiter. Wie sieht's eigentlich aus mit dem Zug? Zug könnte ich eigentlich auch schon mal setzen, oder? Transport. Etwa, glaube ich, da. Nein, da. Ja. So. Okay, das nehme ich jetzt einen Tick schneller. Wir setzen uns einen Zug. Mit 1, 2, 3, 4 Waggons. Und fahren damit unten in den Bahnhof rein. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier die Weichen mal richtig gestellt kriege. Uiuiuiui. Das ist richtig. Das ist jetzt auch richtig. Sehr schön. Den wohl ein bisschen zu ausladend. Das sollte auch kein Kreisverkehr werden, von daher alles gut.
So, lassen wir dich mal hier reinfahren. Bis wir auf der richtigen Höhe sind. Okay. Falsche Seite, wir wollen da lang. Kennen das Spielchen ja. Einfach schön die Masten in die Gegend setzen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war das quasi da vorne einfach nur hier diesem Plateau folgen. Diesem oder einem höheren? Das ist halt jetzt die Frage. Wie sieht's denn aus? Wo sind wir denn? Kann ich hier durchgehen? Wäre natürlich wunderbar. Folge ich nämlich einfach dem hier. Wir gucken mal. Vielleicht kann ich hier durchgehen. Das ist so schön. Da oben ist weiter. Das da bin ich drauf. Das müsste dieses sein. Diese Durchpuppe, der da müsste der da sein. Aber guck mal, hier haben wir direkt wieder. Das ist wenigstens so ein bisschen geblieben. Ist da mein Öl? Ihr könnt natürlich jetzt auch da unten sein. Das ist hier immer ein bisschen schwierig, jetzt so rauszufinden. Die Höhe habe ich nicht. Also die Höhe ist bei 10 Meter, aber. Wenn das da unten Meereshöhe ist, dann ist das deutlich höher als 10 Meter hier oben. Dann passt das gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Macht aber nichts, kann ich ja hochpumpen. Irgendwo muss ich eh eine Pumpe setzen dann. Das wollte ich machen. Von da aus so in die Richtung. So sollte man das. Mama.
reinkommen. Ich würde wetten, dass genau hier, wo ich jetzt... Also hier sollte die Ölquelle sein. Also an der Kante. Ich, da. Das heißt, die ist da unten. Und da sehe ich es auch schon. Okay. Damit kann ich arbeiten. Ja, mal hier hin. Von hier aus gehen wir. Gehen wir darüber. Das wird vom Schweben her echt schwierig. Also das muss ich sagen, dafür, dass es eigentlich das gleiche Basismodell ist, aber dafür unterschiedliche Texturen und so ein bisschen Kleinigkeiten. Also, das ist schon... Ist schon schick geworden. Wir brauchen nicht Ölanlage, wir brauchen Ölpumpen. Jetzt fehlen mir fucking Motoren. Was kann ich denn da machen, weil ich nicht Elektromotoren. Das war mein Fehler. Wunderbar. Auch falsch. Falsch. Den hätte ich gerne. Habe ich eine Möglichkeit, den relativ einfach zu machen? Wir brauchen 7 Stück. Ne? Dann muss ich aber erst die und die bauen. Mal eben. Ob wir das hier irgendwie hinkriegen. Habe ich genug dabei. Statoren. Brauche 7 Stück. Motor braucht 2. Also brauche ich 14. 14 ist nicht das Problem. Rotoren zeigt er mir an, habe ich nicht genug für. Das ist echt blöd jetzt. Gefällt mir nicht. Aber nochmal hin und her fliegen ist halt auch. Wie sinnlos. So. Jetzt Rotoren. Ich nehme auch nochmal 14. Aber da wird das Problem sein, es scheitert an dem. Das tue ich dafür beiseite. Eisenplatten. Das heißt, ich brauche jetzt. Wie viele brauche ich denn noch? 25. Ach du Scheiße. 25. Ja, die gehen relativ zu gut. So. Einen haben wir. Zwei haben wir. Drei. Ja, dazu ich dann auch nicht. Ja, was erzähle ich euch? Gut, da hatten wir die hier zusammen. Schon gut. Oh. Also, wenn wir die Ölpumpe da unten haben. Oh, dann habe ich auch nicht genug für Pumpen. Ja, aber das kann ich nachher machen. Ich will jetzt nicht zurück für eine.
Ölpumpe, um dann nichts machen zu können. Um dann wieder hier hinzukommen, das dauert mir doch zu lange. Aber Pumpen nachträglich holen ist auch kein Weg. Oder ich kann halt das auf dem Boden langziehen und dahin bringen und muss dann nachträglich die Pumpen. Also, es läuft auf nachträglich Pumpen raus. 10 hätten wir jetzt schon mal. Weil wir sehen das doch jetzt hier, wie wir können, oder? Ah, guck mal. 13. 14. Nein, zack. Rotoren. Nicht genug Platz im Inventar. Sammeln wir gleich wieder ein. Ja. Und das alles nur, weil ich 36 Zeug brauche. Weil ich nicht da hinten drei normale sein konnten. Den 150 wäre optimal gewesen, dann für eine unreine. So, davon haben wir genug. Dann machen wir uns mal eben die 7 Motoren. In der Hoffnung, dass meine Mathematik nicht kaputt gegangen ist. Ja, bisher sieht's gut aus. So, dich mitnehmen, dich abbauen, da hinfliegen, fallen. Und wunderbar. Das anschließen. Rein damit. Fertig. So, was braucht ihr jetzt so eine blöde Pumpe? Pumpe. Natürlich Motoren und die braucht Rotoren. Also es ist vollkommen. Und natürlich Plastik. Also da habe ich alles falsch gemacht, was ich noch falsch machen konnte. Macht ja nichts. Ja. Wie machen wir das? Wir müssen auf die Höhe da oben kommen. Aufgesetzt. Wunderbar. Ich bin mal da drauf gesetzt. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus, würde ich hier, dass ich das so hinkriege, wie ich es halbwegs will. Das wird wild, hier unten hochzusetzen. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, das Öl rüber zu bringen. Das mache ich auch. Und dann ohne euch mache ich eben die Pumpe. Das ist, glaube ich, ganz gut hier. Durch die Landschaft ist halt auch wieder wild, ne? Boden zu steil. Ja, immerhin. Da wird es jetzt interessant, weil da habe ich halt nichts. Das heißt, wir setzen uns das mal da so hin. Das war jetzt nicht zu weit.
Komm, kann ruhig mal einen Indikator drauf. Ja, war natürlich zu weit. Macht nichts. Ziehen wir hier rüber. Ja, bist du? Ja, also das hier wäre jetzt so ziemlich unser höchster Punkt. Tatsächlich nichts, wo das Ding anpacken kann. Das heißt, wir ziehen uns da ein bisschen was rüber, bis hier hin. Und mir fehlen Eisen. Ja gut. Passt auf euch. Machen wir Folgendes. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Ich mach den Spaß jetzt hier soweit fertig, dass wir das Öl darüber kriegen. So. Und damit macht es gut, Käffchen.